endlich daheim. Aiges, der Münchner, der Urlöwe, ist zu Hause. Ja, ist natürlich was Besonderes, dass ich wieder, sag ich mal, in die Heimat zurückkomme. Und ja, ich habe die ganze Jugend bei dem Verein gespielt, bin aufgewachsen und deswegen ist es natürlich schon was Besonderes und ja, das freut mich natürlich. Das Fanfest mit Showtraining, Teampräsentation und Autogrammstunde als ideale Bühne für die Rückkehr des verlorenen Sohns. Daran konnte auch das äußerst durchwachsene Wetter nichts ändern. Dass die Entscheidung auf 60 jetzt gefallen ist, ich glaube, es war nicht allzu schwer. Es gab natürlich auch andere Anfragen aus der ersten Liga und aus dem Ausland, aber trotz alledem, ich habe ein Ziel noch in meiner Karriere, was ich erreichen will und das hier dann. Lange Schlangen vor den Fanshops, die Fans begeistert. Doch Starallüren, Fehlanzeige. Ich bin immer noch der Aiges, ich bin nicht, wie ich gesagt habe, Messias oder Messi. Ich bin immer noch der von früher und ich bin kein Heilsbringer, aber ich werde mich unterordnen in der Mannschaft, das ist ganz klar. Und ich werde alles daran setzen, dass wir erfolgreich sind, aber das in der Mannschaft und das zusammen. Der Höhepunkt des Tages, die Teampräsentation. Die 29, Stefan Reichler. Wichtig ist erstmal, dass man eine ordentliche Saison gespielt mit Ruhe und nicht gegen einen Abstieg. Und deswegen bin ich jetzt da, aber ich habe natürlich schon ein Ziel, dass ich in den 4 Jahren nicht nur immer um Klassenhalt spiele, sondern natürlich auch um. Einmal Löwe, immer Löwe. Willkommen zurück, Stefan Aigner.